Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vor einer Woche haben wir drei Katzen vorgestellt, die von ihrer Besitzerin einfach zurückgelassen wurden. Eine Mieze des Trios hatte inzwischen Glück und schleicht schon durch ein neues Revier. Für die beiden anderen Samtpfötchen werden noch Interessenten gesucht. Den heutigen Anfang machen wieder Kätzchen. Die beiden schönen Morleys hielten sich seit Ende Mai in Gotharsgeier Straße auf. Sie wurden von einem Anwohner beobachtet, gingen aber nicht wieder weg. Zu ihrem Schutz wurden sie Anfang Juni dann ins Tierheim gebracht, denn die Geierstraße ist mitunter stark befahren und für streunende Miezen gefährlich. Die beiden sehen aus wie Geschwister und sind auch eng beieinander. Man kann einen nicht von der anderen unterscheiden. Leider haben sie keinen Chip, sodass ihre Herkunft nicht ermittelt werden kann. Wie heimatlose Streuner sehen sie nicht aus. Ihr Fell ist schön und ohne Parasiten gewesen. In der Gefangenschaft sind sie ängstlich und schauen die fremden Menschen mit ihren schönen, großen, grünen Augen an. Aus der aufregenden, schönen Natur weggetragen und nun in der Gefangenschaft. Wem gefällt so etwas schon? Die Morleys sollen auf diesem Weg erkannt und schnell abgeholt werden. Wenn sich kein Besitzer meldet, wäre es schön, wenn sie gemeinsam eine neue Welt erkunden dürfen. Sie sind ungefähr ein Jahr alt und haben ihr aufregendes Katzenleben noch vor sich. Wie jedes Jahr im Sommer hat die Achinoa auch wieder eine ausgebüxte Schildkröte in Obhut genommen. Sie wurde am 4. Juni in einem Gartengrundstück in Döllstedt gefunden. Es ist eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte. Sehr weit wird ihr Heim vom Fundort nicht entfernt sein, denn Schildkröten sind ja keine Sprinter. Für Schildi wird ebenfalls der Besitzer gesucht. Meldet sich für sie niemand, wird sie nach der Bleibefrist an Liebhaber abgegeben, die ihr ein artgerechtes Zuhause geben können.